Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Book of Unwritten Tales. Und wir sind jetzt Wilbur Wetterquarz. Mein Name ist Wetterquarz. Professor Wetterquarz. Sie wollen uns unterrichten? Ja. Warum denn nicht? Sie sind ein Gnom. Gnome können nicht zaubern. Ich schon. Bei meiner Magierausbildung habe ich... Ja? Meine Mutter sagt auch, dass Sie kein Lehrer sein sollten. Aber ich finde Sie ganz toll, Herr Professor. Danke. Sagen Sie, Professor, was genau ist die magische Konstante? Wie lange muss ein Veritaserum reifen? Was können Sie uns zu altmagischen Runen sagen? Boah, was für ein Dreckskind. Hier, das gibt's ja gar nicht. Warum ist... Naja, gut, das ist halt das Leben als Lehrer. Manchmal muss man halt eben sich auch mit so Stirnfrieden rumschlagen. Am liebsten würde ich den ja oben auch hinzusperren zu diesem einen. Das geht ja gar nicht. Probieren wir es erstmal ein bisschen mit Autorität hier. Wie wäre es, wenn du dich erstmal richtig hinsetzen würdest? Nö. Nö? Das heißt, nein, Professor. Oder eigentlich ja, Professor. Nö heißt ja, Professor? Das wird noch zu einigen Missverständnissen führen. Also, die magische Konstante, Veritaserum, altmagische Runen. Wir wollen doch was lernen. Waren das nicht alles Sachen auch aus Harry Potter, oder? Die drei Sachen, oder? Okay, ja. Was mir eine gute Freundin erzählt hat, die Lehrerin ist, das hilft immer. Das kann ich dir alles beantworten, später. Ich, werde dir all deine Fragen beantworten, aber nicht jetzt. Geschichte der Zauberei steht auf dem Stundenplan. Dann eine Geschichtsfrage. Wie jeder weiß, sind Gnome völlig inkompetent, wenn es um Magie geht. Um genau zu sein, gab es nur einen einzigen Gnom in den letzten 800 Jahren, der als großer Magier in Erscheinung getreten ist. Er besiegte Grema, den letzten der großen Drachen. Oh. Wie hieß er doch gleich, dieser letzte große Gnomenmagier? Okay, Autorität wird bei dem Jungen nicht viel bringen. Aber ich probier's trotzdem mal. Er hieß, setz dich richtig an deinen Tisch und stell keine dummen Fragen. Aber heißt es nicht auch, es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten? Genauso wie es keine schlechten Schüler geben soll, sondern nur schlechte Lehrer. Ja. Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Wir schlagen unser Textbuch auf. Auf Seite 100 und... Ich hatte also recht, oder? Sie wissen gar nichts. Nicht einmal, wie der einzige große Magier ihres eigenen Volkes hieß. Ich brauche nur einen Schluck Wasser. Flüchten! Flüchten! Frosch im Hals! Flüchten! Ha. Ja, nochmal ganz kurz. Oh Mann, oh. Meister Markus hat mich gewarnt, dass mich die Schüler in den ersten Stunden testen würden. Aber das hier ist ein Albtraum. Ich weiß diese Dinge nicht. Ich weiß gar nichts. Ganz ruhig. Lass dir etwas einfallen, Wilbur. Ja, da waren sie wieder, meine drei Probleme. In dem Fall sind es draußen die zwei Schüler und natürlich, ja, meine eigene Konstitution hier wahrscheinlich. Herzlich willkommen hier nochmal, ich probiere es jetzt nochmal, nachdem mir jetzt keiner dazwischen reinredet. Herzlich willkommen hier bei einer neuen Runde bei Book of Unwritten Tales Teil 2. Und ich bin, da gibt es viele Sachen zum Anschauen. Werden wir einfach uns mal durch den Raum hier ein bisschen durcharbeiten. Bin gespannt, was es hier... Meister Markus und der Erzmagier waren so damit beschäftigt, die Stadt wieder aufzubauen, dass niemand Gelegenheit hatte, mir etwas übers Unterrichten beizubringen. Unten in der Stadt stand dieser Karton in einem Schaufenster. Ich dachte mir, er könnte nützlich sein. Immerhin sind Kinder mit Zauberstäben darauf abgebildet.
Aber leider scheint es dabei nur um diese Tricks zu gehen. Wie die Sache mit Herrn Wuppermann, dem Zylinder und dem Kaninchen. Oh, okay. Aber wir können ihn auch gleich öffnen. Ein kurzes weißes Seil, ein paar Würfel, Spielkarten und eine Anleitung, wie man die Leute hinters Licht führen soll. Das ist einfach nicht richtig. Echte Magie oder gar keine? Tierfutter. Ich glaube, das werden wir auch gleich brauchen. Nehmen wir auch noch. Es kann auf Dauer nicht gesund sein, wenn Fridolin immer nur Pergament und alte Schriftrollen frisst. Vielleicht mag er auch das Tierfutter, das ich gekauft habe. So, nehmen wir auch gleich mit. Betrachte Wasserschale. Es gibt lauter Sachen hier. Krimpel. Es sah hier schon so aus, bevor ich eingezogen bin. Generationen von Lehrern müssen ihren Kram hier zurückgelassen haben. Ich mag das. Die Schule hat eine Geschichte. Und wenn ich Zeit habe, werde ich in ihr stöbern. Ja, vielleicht hatten ja die Lehrer keine Chance mehr, das Ganze aufzuräumen. Und ja, sind durch unglückliche Arbeitsunfälle. In so einer Zaubereischule kann natürlich immer ein bisschen was passieren. Ja, was haben wir noch? Hier ein Hörrohr. Ein schönes, goldenes Hörrohr. Einer meiner Vorgänger muss es dort oben hingelegt haben. Ein sehr großer Vorgänger. Ich dachte, das ist alles Perspektive hier. Okay. Eine magische Kugel haben wir auch. Mit solchen Kugeln können sich Magier über weite Strecken hinweg unterhalten. Meister Markus hat es mir erklärt. Er wird wissen, wie ich aufmüpfige Schüler bändigen kann. Ja, dann rufen wir doch gleich mal an hier. Also, wie war das? 6, 4, 7, 3, 1. Ja, bitte. Na, falsch verbunden. Die haben das wirklich als Handy aufgebaut. Okay. Moment, nochmal. Vielleicht kommt ja ein anderer Anrufer. Ich weiß die Nummer nicht mehr, über die ich Meister Markus erreichen kann. Ich hatte sie auf meinen Notizblock geschrieben. Ah, okay. Ja, den haben wir doch hier. Dann gehen wir mal gleich zum Schaf. Das ist Fridolin, mein Hasenschaf. Ich musste während meiner Magierausbildung einen Verwandlungszauber vorführen. Und das ist das Ergebnis. Ja, hat ja gar nicht so gut geklappt. Aber wenigstens ist der süße, hier Mr. Bean Teddy. Der Teddy ist nur ein Andenken und moralische Unterstützung von zu Hause. Eine weiche und kuschelige moralische Unterstützung. Okay, alles okay. Zauberstab. Mein Zauberstab. Der König der Diebe hat ihn mir während meiner Magierausbildung besorgt. Er und die anderen Ratten haben in den letzten Monaten unermüdlich geholfen, die Stadt wieder aufzubauen. Sie arbeiten eng mit dem Erzmagier zusammen, wenn auch meistens im Verborgenen. Oh, an die Stelle erinnere ich mich noch im ersten Teil. Den sollte ich eigentlich auch fast mal spielen. Aber wir nehmen den Zauberstab. Ich habe immer noch nicht herausgefunden, wie er genau funktioniert. Manchmal vollbringt er ganz erstaunliche Magie, manchmal streikt er selbst bei einfachsten Aufgaben. Erzmagier Alistair hat versprochen, ihn sich bei Gelegenheit einmal anzusehen. Vielleicht hat er einen Wackelkontakt oder sowas. Ja, dann nutzen wir ihn doch gleich hier. Schweinchen, verschwinde. Ich habe ein paar Mal darüber nachgedacht, ob ich versuchen soll, Fridolin ganz in ein Schaf zu verwandeln oder zurück in ein Kaninchen. Aber er scheint ganz zufrieden zu sein, so wie er ist. Und ich habe Angst, dass ich ihn aus Versehen in einen Elefanten oder ein Stinktier verwandle. Ja, dann locken wir ihn doch einfach hier ein bisschen weg mit ein bisschen Essen. Komm, Fridolin, hier gibt's Butti. Okay, wir machen es so. Ich gebe dir leckeres Tierfutter und du gibst mir dafür meinen Notizblock wieder. Okay, Kumpel? Ja, klar. Gut, ich zuerst. Okay, dann jetzt bitte meinen Notizblock. Hey, ich dachte, wir hätten eine Abmachung. Okay, das klappt gar nicht so gut. Dann schauen wir nochmal. Krimpel haben wir schon angeschaut. Das ist mein Vertrag, unterschrieben vom Erzmagier. Ich bin der erste Lehrer in der Schule für Zauberei und Hexerei. Zumindest seitdem die Schule wieder aufgetaucht ist. Ja, herzlichen Glückwunsch. Was gibt's da oben? Familie. Meine ganze Familie ist im Weißkammgebirge geblieben. Was sollen sie auch hier in Seefels? Das ist nicht ihre Welt.
Die kleine Sydney kann mittlerweile laufen und erreicht alles, was auf den Werkbänken liegt. Das hat ihren Erfindungsoutput verdreifacht. Maggie baut keine Kampfroboter mehr, seit der Krieg vorbei ist. Sie experimentiert nun mit Rechenmaschinen. Aber Opa sagt, das hat keine Zukunft. Opa sagt, das hat keine Zukunft. Okay. Fliegebrille? Das ist die Fliegerbrille, die mein Opa mir von meiner ersten Reise nach Seefels gegeben hat. Naja, oder eine Fliegerbrille. Das Original ging verloren, als Opa mich aus der Kanone abfeuerte. Okay, was haben wir hier noch? Betrachte das Bett, betrachte den Kachelofen und unten gibt's auch noch ein bisschen was zu trinken. Das ganze Schulgebäude ist etwas unheimlich. Niemand weiß genau, wo es in den letzten 20 Jahren gesteckt hat. Es war von heute auf morgen verschwunden und ist ebenso überraschend wieder aufgetaucht, nachdem der Krieg vorbei war. Steckt eine Menge Magie in dem alten Gemäuer. Der Kachelofen ist zum Beispiel immer an, obwohl ich ihn nie befeuert habe. Es ist ja auch eine magische Schule, also bitte. Wasser. Schale mit frischem, kühlem Wasser für meinen Mitbewohner. Kann ich... Zum Mitnehmen ist die Schale ungeeignet. Ich meine, wie soll ich eine Schale mit Wasser in die Tasche stecken, ohne meine ganze Robe zu bekleckern? Es ist ja nicht so, als könnte ich alles Mögliche einfach so einstecken. Aber hier im Zimmer könnte ich die Schüssel wohl benutzen. Ja, dann Fridolin, auf einen guten. Willst du etwas Wasser, Fridolin? Er scheint vor allem Hunger zu haben. Okay, was haben wir noch hier alles? Wasserschale haben wir angeschaut, das Bett als einziges noch. Das Bett ist recht gemütlich. So gemütlich, dass Fridolin es in Beschlag genommen hat. Aber das ist okay. Freunde teilen und er lässt mich am Fußende schlafen. Okay, also zurückverwandeln kann ich ihn nicht. Es geht allerdings hier im Raum auch offenbar nichts anderes. Nehmen wir das Futter nochmal. Lernkurve! Schütten wir doch einfach ein bisschen Futter. Vielleicht kann ich Fridolin von meinem Notizblock weglocken. Das war's. Mehr ist nicht drin. Hey, Fridolin. Schau, Futter. Du musst nur hinhoppeln und es dir holen. Wow. Mein Hasenschaf hat Superkräfte. Aber jetzt ist das Futter leer und Fridolin scheint immer noch Hunger zu haben. Ah, kein Wunder. Ich hab's nicht richtig gemacht. Hier steht, platzsparendes Instant-Trockenfutter vor der Fütterung in Wasser aufquellen lassen. Mist. Okay, ich habe eine gemeine Idee. Wir probieren's nochmal. Soll ich nicht. ich glaube, wir... Wird es uns das jetzt zerreißen und hier so die schönsten Szenen aus Alien Teil 1 bis 3 irgendwie nachstellen, oder... Ja, ich hoffe mal nicht. Ich gebe ihm einfach mal... Wie wäre es mit etwas Wasser, um das Futter runterzuspülen? Das habe ich mir gedacht. War ziemlich trocken, das Futter, oder? Siehst du, wie gut ich mich um dich kümmere? Vielleicht könnten wir dann jetzt noch mal auf meinen Notizblock zu sprechen kommen. Oh, oh. Ups. Ich lese nächstes Mal erst die Anleitung. Versprochen. Ach so, Entschuldigung. Das reicht jetzt für einen Monat, glaube ich. Ich will meinen Notizblock. Deswegen... Geh mal weg da. Jawohl, wir haben den angeknappten Notizblock. Hoffentlich können wir die Nummer noch drauf lesen. Hier steht Meister Markus. Nur in Notfällen. 64179. Wenn das kein Notfall ist. Ich verliere den Respekt meiner Schüler noch bevor ich ihn hatte. Ja, dann ruf schnell an. Hier, benutze Notizblock. Nee, ich muss direkt anrufen. Also gut. 6,
4, 1, 7 und 9. Hoffentlich klappt es dieses Mal. Ja, hallo? Meister Markus! Wilbur, was ist denn? Meine Schüler stellen mir immer ständig Fragen. Sie müssen mir helfen, Meister Markus. Die Schüler stellen mir ständig Fragen. Natürlich, du bist ihr Lehrer. Aber ich weiß die Antworten nicht. Ich bin doch erst seit ein paar Tagen Lehrer und ich bin ganz alleine. Und die Schule ist unheimlich. Und es gibt keine Lehrbücher. Und niemand will etwas lernen und... Wilbur, niemand erwartet von dir, dass du sofort der perfekte Lehrer bist. Begeistere deine Schüler für Magie. Das wäre ein guter Anfang. Ah, das ist doch schön. Da muss es mal irgendein... Na gut, wo sind denn die anderen Lehrer? Das würde mich auch mal interessieren. Warum muss ich alleine hier unterrichten? Warum gibt es keine anderen Lehrer? Im Krieg sind viele Magier umgekommen. Es gibt nur noch wenige von uns. Und die meisten, die überlebt haben, gehen lukrativeren Beschäftigungen nach. Alchemie, Geisterjagd, Kindergeburtstage. Aber es ist doch wichtig, neue Magier auszubilden. Wenn die Besten von uns nur hinter dem Gold her sind, wer soll sich dann um die nächste Generation kümmern? Lehrer zu sein ist eine wichtige und ehrenvolle Aufgabe, Wilbur. Auch wenn andere sie gering schätzen. Na gut, das ist vermessen. Deswegen frage ich erstmal das andere am besten. Ja, aber er hat schon recht. Viele gehen halt im Lukrativeren. Aber es hat ja auch Vorteile, wenn keine Jugend mehr unterrichtet wird. Dann hat man schon einen sicheren Job und wird nicht ersetzt durch irgendeine neue junge Führungskraft. Also ja, hat auch seine entsprechenden Vorteile, wenn man einfach nicht in Bildung investiert. Ohne jetzt Sozialkritik hier abzugeben. Gut, Sie meinten, ich soll meine Schüler begeistern. Aber wie stelle ich das an? Ich habe keine Ahnung von Geschichte der Zauberei. Offensichtlich nicht. Sonst wüsstest du, dass man damit keine Hexe hinter dem Ofen hervorlocken kann. Aber es steht auf dem Lehrplan. Ach, vergiss den Lehrplan. Mach das, was du gut kannst. Zaubere. Bring sie zum Staunen. Bring sie dazu, das auch können zu wollen. Aber ich weiß nicht wie. Wilbur, du hast ein Schaf aus einem Zylinder gezaubert und wusstest nicht wie. Geh da raus und hau sie um. Lass die Magie die Arbeit tun. Du weißt vielleicht nicht, was du tust, aber du tust es. Oh, einfach zaubern? Einfach zaubern. Oh, das kann ja gut laufen. Da bin ich schon gespannt, was... Ich bin nicht wirklich gespannt. Ihr Bruder hat mich ein Naturtalent genannt. Ich bin wirklich ganz gut im Zaubern, oder? Du hast in deiner Ausbildung ein paar unglaubliche Dinge geleistet. Ich wünschte nur, ich könnte die Magie besser kontrollieren. Manchmal sprudelt sie nur so aus mir heraus und dann wieder nichts. Ich schätze, das kommt mit der Zeit. Und wenn nicht, musst du dich auf deinen Erfindungsreichtum verlassen. Ja, warum sind Sie eigentlich nicht Lehrer an der Schule, Meister Markus? Sie haben mich ausgebildet. Warum sind Sie jetzt nicht zusammen mit mir Lehrer an dieser Schule? Ach, Politik. Mein Bruder ist der Erzmagier und er steht im Wahlkampf. Würde er seinem eigenen Bruder einen Posten verschaffen, seine Gegner würde es freuen. Aber ich bin auch nicht böse drum. Ich habe meinen Teil geleistet. Ich habe Magier ausgebildet, als niemand anderes es mehr getan hat. Und ich habe den talentiertesten Gnomenmagier gefunden, den die Welt je gesehen hat. Okay. Es muss vor langer Zeit einmal einen Gnomen mit großer Zauberkraft gegeben haben. Er hat irgendeinen Drachen erschlagen. Grema, der letzte der großen Drachen, wurde der Legende nach von einem Gnom besiegt. Genau den meine ich. Wie hieß der Gnom? Das weiß niemand. Er traf ein in Zeiten größter Not und rettete die Menschen des Südlands, indem er Unmögliches vollbrachte. Dann verschwand er spurlos. Wow! Aber
Einer meiner Schüler hat mich nach seinem Namen gefragt. Dann wollte er dich wohl aufs Glatteis führen. Einige Schüler wollen deine Schwachstellen finden und ausprobieren, wie weit sie gehen können. Lass dir nichts gefallen. Danke für Ihre Hilfe, Meister Markus. Ich bringe die Stunde irgendwie hinter mich und dann melde ich mich nochmal. In Ordnung? Nein, tut mir leid. Du hast mich beim Packen erwischt. Ich breche auf, um mit ein paar Freunden zwei spannende Wochen zu erleben. Sie fahren in den Urlaub? Jetzt? Vielleicht ist es mehr als nur ein Urlaub. Ich habe die Zaubererschule verkauft, wie du weißt. Ich möchte mir etwas Neues aufbauen. Endlich das tun, was mir wirklich Spaß macht. Oh nein. Rollenspiele. Rollenspiele? Live-Rollenspiele. In ein paar Tagen geht es los. Wir lassen die normale Welt der Magie, Monster und Verliese hinter uns und tauchen ein in eine Fantasiewelt. Ich bin ein Umzugsunternehmer, der mit seinem Lastwagen in einen Stau geraten ist und deswegen eine Nacht in einem Motel übernachten muss. Kannst du dir vorstellen, was da für Abenteuer auf mich warten könnten? Aber ich dachte, Lehrer zu sein ist so wichtig und... Ist es ja auch. Viel Spaß damit. Meister Markus? Hallo? Oh, Jemine. Ja, er spielt World of Menschkraft und wir müssen uns hier rumschlagen mit den Schülern. Und ich glaube, ich habe schon eine Ahnung, wer der unbekannte Gnom ist, den keiner kennt, dessen Namen niemand kennt und der dann einfach wieder spurlos verschwindet oder einfach aufgetaucht ist. Ich habe da so eine Ahnung. Sieht's dir danach aus? Also los, Wilbur. Du schaffst das. Du kannst deine Schüler begeistern. Ja, mach ihn fertig, komm. Jetzt. So, besser. Also, was ist denn jetzt mit dem... Niemand weiß, wie der Gnom hieß, der Grema besiegt hat. Netter Versuch. Füße vom Tisch. Oder ich sorge dafür, dass er sie dir abbeißt. Okay, jetzt benimmt er sich wenigstens ein bisschen. Genug mit Geschichte der Zauberei. Lasst uns zaubern. Feenspiel. Klingt nicht schlecht, oder? Oh, hat ja super geklappt. Unmöglich! Nicht schlecht, was? Toll! Das ist Magie. Und wie man sie beherrscht, könnt ihr hier lernen. Das war's für heute. Morgen machen wir auch irgendwas. Oh, wer ist das? Hat ihn Dalmatiner Entschuldigung, Schätzchen, mach das weg, ja. Ich muss kurz mit Herrn Wetterquart sprechen. Herr Wetterquart, schön, Sie endlich persönlich kennenzulernen. Oh mein Gott, wer ist denn die Schrulle? Aber naja gut, wenigstens wissen wir jetzt, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ja, aber ich finde die Kleine ja trotzdem irgendwie witzig. Mit diesem Tütü und der Krone. ich habe das ein einziges Mal auf dem Ball erlebt, dass jemand auch so eine Krone drauf hatte. Ja. Und Sie sind wer? Ganz köstlich. Ich habe mir schon gedacht, dass ich mich vor Ihnen in Acht nehmen muss, Herr Wetterquarz. Warum in Acht nehmen? Sie spielen nur die Unschuld vom Lande. Das wusste ich schon immer. Ihr Gönner, Erzmagier Alistair, wird die Wahl gegen mich nicht gewinnen. Wussten Sie, dass wir in den letzten Umfragen nur noch 3 Punkte hinter ihm liegen? Nein, das wusste ich nicht. Ja. Also diesen Dalmatiner, den die da oben hat, und so, ja, das ist... Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Behilflich? Ha! Einer der Top-Männer des Erzmagiers will mir behilflich sein? Sie wissen, wie das Spiel gespielt wird, oder Wetterquarz?
Was für ein Spiel? Der Tanz geht in die heiße Phase. Ich weiß das und Alistair weiß es. Wir beide lauern auf die Fehler des anderen und er hat den ersten gemacht. Okay. Ziemlich. Ich schaue mir hier hinten gerade die Aufzeichnung noch an. Ich finde es ja total witzig. Auch irgendwie, ja, diesen Hund mit dem kleinen, oder was soll denn das sein? Ist es ein Hund oder ein Schaf oder ein Schaf? Keine Ahnung, hat er aber ein bisschen arge Zähne für ein Schaf. Ich glaube, ich weiß schon, welchen Fehler sie meint. Muss ich mittanzen oder kann ich auch zusehen? Gut gesagt, Wetterquarz. Dieses Mal gibt es keine Zuschauer. Jeder ist entweder für uns oder gegen uns. Es geht um die Zukunft dieser Stadt und des gesamten Landes. Okay, na, ich glaube, ich weiß schon, welchen Fehler sie meint. Aber, na gut, lass mir sie trotzdem sagen. Was für einen Fehler hat der Erzmagier gemacht? Er hat sie eingestellt. Bingo. Einen Gnom mit gefälschtem Diplom, ausgestellt von niemand anderem als Markus, dem Bruder des Erzmagiers. Ich habe mir das Diplom ehrlich verdient. Ich habe alle drei Prüfungen bestanden und... Gnome verstehen nichts von Magie, jeder weiß das. Und sie haben noch nie unterrichtet. Aber Erzmagier Alistair glaubt an mich. Als oberster Magier ernennt er die Professoren. Aber ich bin die Ratsvorsitzende und ich besetze die Verwaltungsposten. Direktor Bloch wird ihre Unfähigkeit aufdecken und noch vor der Wahl werden die Zeitungen über die zweifelhafte Personalpolitik des Erzmagiers berichten. Oh, okay, wir haben wieder Probleme. Sie hätten meine Fee nicht abschießen sollen. Wer ist der neue Schuldirektor? Erzmagister Alistair ist ein großer Mann und mein Freund. Mein Freund, Erzmagier Alistair, kann die Stadt und das Land besser als jeder andere wieder auf Vordermann bringen. Ja, glauben Sie das? Er ist ein großer Magier. Jeder, der das anzweifelt, ist verrückt. Und er war ein großer Anführer im Krieg. Die meiste Zeit. Aber was wir jetzt brauchen, ist jemand, der sich mit Wirtschaft auskennt. Und das sind Sie? Ich bin eine reiche und erfolgreiche Händlerin. Ich habe reiche und erfolgreiche Freunde. Wer könnte besser geeignet sein, um andere reich und erfolgreich zu machen? Jeder andere. Alistair würde Ihnen Platz machen, wenn er das glauben würde. Wissen Sie was? Ich glaube, damit haben Sie sogar recht. Seltsam, nicht wahr? Wie wenig er seine Macht verteidigt. Oh, ist das eine ekelhafte Person? Sie hätten meine Fee nicht einfach abschießen sollen. Unterschätzen Sie mich nicht, Herr Wetterquarz. Ich weiß sehr wohl, dass das keine Feen sind. Kobalus Fugastas, Flugkobolde. Sagen Sie nicht, Sie hätten sie selbst beschwört. Doch, alle fünf. Das ist erstaunlich. Mächtige Magie ist nötig, um lebendige Kreaturen zu manifestieren. Deswegen beschränken sich die meisten Nekromanten darauf, Skelette zu reanimieren. Tote Materie lässt sich leichter kontrollieren, wie Sie natürlich wissen. Oder wissen sollten. Okay, und sie hat den Chef eingestellt von mir. Und dann fragen wir lieber mal nach, wer das sein soll. Dieser neue Schuldirektor. Wer ist das? Horatius Bloch. Ein guter Mann. Sehr korrekt und sehr streng. Na, ich hab's befürchtet. Wenn er hilft, dieser Schule wieder ihren alten Glanz zurückzugeben, freue ich mich auf die Zusammenarbeit. Alter Glanz? Dieses Gemäuer? Es war schon zu meiner Zeit heruntergekommen. Und wo immer es in den letzten 20 Jahren war, Putzfrauen scheint es dort nicht gegeben zu haben. Ich glaube, damit wäre alles gesagt, oder? In der Tat. Sie befinden sich auf einem sinkenden Schiff, Wetterquarz.
Noch könnte ich überzeugt werden, Ihnen einen Rettungsring zuzuwerfen. Ich vertraue dem Erzmagier. Dann, Herr Wetterquarz, werden Sie mit ihm untergehen. Hier, wählen Sie Sippel van Buren. Die weiß, wie's geht. Komm, Schätzchen, wir gehen. So einen gibt's gar nicht in meinem Märchenbuch, Mama. Ich weiß, Schatz. Wer will schon so etwas Hässliches sehen? Kannst du ihn in ein Einhorn verwandeln? Oder in die Grinsekatze? Oder den Frostkönig? Die Grinsekatze. Okay, wir sind wieder am Zug und ja, wir haben das erste kleine Übel erledigt und dafür ein großes rosa Übel bekommen. Oh mein Gott, ist das eine ekelhafte Person. Gut, wie es hier weitergeht, das sehen wir dann morgen in einer neuen Runde. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und bis morgen dann. Ciao, ciao.